Cornelia, guck mal, Cornelia. Hallo, ich grüße euch. Schon lange nichts mehr von uns gehört. Wir befinden uns gerade, wie man sieht, im Zoo in Kiew. Wir sind gestern Abend noch spontan hier hingefahren, weil unsere Region ziemlich schwer bombardiert wurde mit Raketen. Ich habe gesehen heute, dass 44 Häuser zerstört wurden, im Begriff Sumy, Nordosten der Ukraine. Und ja, so sieht es aus. Wir gehen jetzt erstmal in den Zoo und wenn ihr Interesse habt, könnt ihr nach dem Zoobesuch noch ein bisschen was sehen oder hören. Bis später. Sag tschüss. Ja, sag tschüss. Tschüss. Ah, geht doch. Bis später. Hier in Kiew ist heute alles ruhig. Hier, nicht, dass ihr sagt, ich hätte mir eine Papp-Giraffe gebaut oder so. Ja, wir sind jetzt eigentlich schon fertig. Aber die weiteren Impressionen kommen gleich. Wir gehen jetzt direkt schon zum Metro. Fahren mit dem Zug nach Hause wieder. Und ja, das Wetter ist ziemlich warm heute. Wir haben uns lange nicht gemeldet, weil es bei uns insgesamt ziemlich unruhig war. Offensichtlich wollen die Russen eine zweite Front aufbauen im Nordosten mit kleinen Attacken, damit das ukrainische Militär gespalten wird. Das wollte ich ja nachher sagen, aber kann ich jetzt schon sagen. Und offensichtlich vergessen das alle in den Nachrichten, also ich sehe es zumindest nicht, aber die Waffen etc., Artillerie, das kommt alles und die Panzer, aber irgendwann gibt es keinen mehr, der die bedient. Daran hat offensichtlich noch keiner gedacht, denn Personal wird aus der NATO und aus Europa nicht geliefert. Ich mache mal nachher weiter, ich glaube, es ist ein bisschen laut hier. Schrecklich, so Großstädte. Ja, guck mal, da seht ihr, wo das Geld ist hier. Porsche, BMW, Mercedes, ja, alles dicke Autos. Und die Hälfte davon ist jetzt in Europa. Совсем небольшой, да? Привет, Иван, натирайся. Он да Мишка. Миля, Мишка. Да я. Спасибо. Мишка. Нет, ты не. Мама там.
Ты видишь, какая большая? Ох, и большая. Средний вес 20 килограмм и жирность.
Я читаю просто нас. Видите, 3-5. Wir fahren jetzt gerade die Metro runter. Hey! Ja, total entspannt hier. Oh. Ganz schön weiter runter. Guck, Emilia, guck mal. Ganz schön viel los hier. Guck mal, Emilia. So, jetzt geht's wieder hoch. Boah, hoch in die unsichere Zone. Oh, oh, oh. Guck mal. Boah. Sind ein paar Meter da hoch. Oh. Und ganz schön steil. Ihr seht, das Samsung-Gebäude sieht nicht mehr ganz so fit aus, so wie ein paar andere Gebäude auch hier. Wir gehen jetzt zu McDonald's, naschen ein bisschen was. Einzige McDonald's in der Ukraine, glaube ich, der auf hat, außer vielleicht in Odessa und Kharkiv vielleicht noch. Na gut, ja, in dem Sinne, bis später. Guten Tag. Ich weiß nicht, ob ihr das schon verstanden habt, aber das mit dem Krieg, das wird nichts. Ist zwar momentan hier und zwar ganz ruhig und es gibt auch irgendeine geplante Gegenoffensive, aber das wird nicht so wie bei Asterix und Obelix, wenn die Römer kommen, dass die da mit dem halben Dorf durchmarschieren durch die Truppen. Das wird noch nichts. Dafür haben sich die Russen momentan viel zu tief eingebuddelt. Die sind jetzt quasi in derselben Situation wie die Ukrainer im letzten Jahr. Das war keine Offensive, sondern eine Defensive. Und jetzt ist die Gegenseite auf der Defensive. Und die haben es leichter als die, die angreifen. Ja, und die Manpower 40.000
Wie lange wird die ausreichen, wenn auf der anderen Seite 150.000 stehen? Selbst wenn das Dreifache an Soldaten von der Gegenseite erschossen wird, dann bleibt immer noch zu viel übrig. Aber den Punkt, den ich schon angesprochen habe, ist der, dass es zwar irgendwann im Laufe des Jahres und im nächsten Jahr ausreichend Munition gibt, die auch nachgeliefert wird, aber es gibt keine Soldaten, die nachgeliefert werden. Und da sind wir hier eindeutig in der Unterzahl. Und das haben wahrscheinlich noch nicht alle verstanden, aber ich weiß gar nicht, warum das keiner anspricht. Es gibt bald keine Soldaten mehr. Letzte Woche war meine Frau beim Zahnarzt und der hat ihr gesagt, oh, Montag wurde ich angerufen. Ich muss mich Freitag melden. Wir müssen Donnerstag den letzten Termin machen. Ich dachte, bitte? Das ist der beste Zahnarzt bei uns im Dorf. In der Stadt meine ich. Und dann ziehen die einfach weg, weil die keine Leute haben. Ich wüsste noch nicht mal, wo ich zum Zahnarzt gehen soll. Ein paar Monate vorher, ein Anwaltsbekannter, den haben sie auch eingezogen. Auch ein guter Anwalt. Agrarrecht und Co. Aber der ist auch weg. Der ist jetzt Schießausbilder, glaube ich. Und ich habe hier den einen oder anderen Bekannten, Polizei, Richter und Staatsanwalt. Und die sagen mir alle, wir gewinnen. Aber wir haben Angst, dass wir keine Leute mehr haben irgendwann. Weil das kriegen wir von der NATO nämlich nicht. Ja, und das wird das Problem. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Gegenseite gerade dieses Problem kennt. Und deswegen auch auf Abnutzungskrieg macht. Nämlich insoweit, scheißegal wie viele Soldaten wir verlieren, am Ende hat die Ukraine keine mehr. Dann bleiben von uns vielleicht nicht mehr so viel übrig. Aber dann haben wir wenigstens gewonnen. Ja. Irgendwie so wird es sein. Es gibt ziemlich viele Experten, General AD, Militärspezialisten, die haben vor einem Jahr das und das und das erzählt. Die haben dann ihre Meinung wieder geändert, weil die gesagt haben, oh, damit haben wir nicht gerechnet. Deswegen darf man sich hier auch keine Meinung bilden oder gar keine Prognosen machen, weil wahrscheinlich kommt es so, wie man es nicht vermutet. Wir fahren jetzt nach Hause, wir wünschen euch einen schönen Tag und ich hoffe, ihr habt die Kurzvideos von dem Zoo genossen. Bis später.